Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Es ist Fried Chicken Time. Es ist zwar Dienstag, aber es geht nicht zu KFC Chicken Tuesday. American Fried Chicken. Wir haben einen American Fried Chicken in München. Ich weiß nicht, ob es den irgendwie irgendwo noch anders in Deutschland gibt, aber den gibt es schon seit Jahrzehnten. Ich war da immer als Kind. Wir haben da früher Kartenspiele, Trading Card Games, Yu-Gi-Oh! Und so gezockt. Nachdem der Shop hier in der Nähe zugemacht hat, sind wir hierher gegangen. So. Kann der was? Schaut so, Leute, es gibt sogar Pizza. Ein Mini 1 genommen, Powered Wings, ein Burger. Alles wie ein KFC, außer das A hier. Also Location, alles, Zubehör, Inventar, sag ich mal, alles wie, nennt man das, eine Fastfood-Kette. Aber Zubereitung sah jetzt nicht so aus. Eine Dame alleine, die alles hier schmeißt. Ich frage mich echt, wie das schmecken wird. Und wie die sich am Leben halten. Eigentlich auch. Aber ja, okay. Reverse Bite, Leute! Ja, 5 Sekunden. Gar nicht so schlecht, je nachdem, was man erwartet. Was hast du erwartet? Nicht KFC. Aber wenn ich mir überlege. Du hast auch nicht KFC bekommen. Nee, habe ich auch nicht, aber wenn ich mir überlege, mir das Ganze anschaue, wer das alles zubereitet hat und wie. Ja, ist okay, es schmeckt. Die machen wahrscheinlich viel mit Lieferservice. Ja. Deswegen stufe ich das eher auf Lieferservice-Level ein. Und für mich ist, es gibt ja verschiedene Tiers, Levels. Da hast du natürlich hier ein Restaurant und so. Da hast du hier zum Beispiel Streetfood. Dann hast du Fastfood und Lieferservice. Da erwarte ich eigentlich nichts auf dem Level. Und wenn Lieferservice an sich okay ist, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich glaube, die Hähnchenteile bei KFC sind größer. Die Hähnchenteile, ja? Die zwei. Das ist der Test. Das ist jetzt keine Katastrophe. Mhm. Ich weiß nicht, ich würde es in den Airfryer noch mal ein paar Minuten stecken, damit es schön knusprig ist. Aber es ist kein Vergleich zu KFC. Richtig. Gar kein Vergleich zu KFC. Richtig. Was habe ich gesagt? Ich sehe mich schon am Hocker. Also KFC ist. Ich kriege gar nicht genug davon. Ich könnte am nächsten Tag nochmal. Hier sage ich, okay, wird aufgegessen. Aber mich seht ihr die nächsten 30 Jahre nicht nochmal.
weißt du, was ich meine mit Würzung von KFC? Das schmeckt gut eher raus. Ja, natürlich. Die haben eine klasse Würzung. KFC ist krass. Ich bin ein sehr großer KFC-Fan. Manche Zuschauer verstehen das nicht, aber KFC ist. Also von allen Fastfood-Ketten, wenn ich eine Kooperation landen könnte, dann steht KFC auf Nummer 1. Und dann McDonald's. Oh, ey. Aber das kannst du auch zu Hause machen. Das kannst du auch so machen, ja. Das ist jetzt hier auf jeden Fall keine Ahnung, wo man sagt, muss man abgekriegt haben. American Fried Chicken. Weiß eh nicht, wie das mit dem Franchise hier so läuft. Ich weiß nicht, wie der überlebt. Ganz ehrlich. Aber vielleicht waren die vor KFC in Deutschland. Und dann kann KFC nicht kommen und sagen, hey, ihr habt unsere Marke. Haben die irgend so ein, wie nennt man das, war schon diese Verträge, wo die Miete nicht mehr erhöht werden wird. Oh. Okay. Die haben hier noch, zahlen noch irgendwie die Preise von 1965. Bleibt dran, Leute, nach der Werbung gibt's super geile Food Hype Trendy Nachspeise. Wie heißen die? Cookies. Ein Trend aus Frankreich anscheinend. Kennst du die Besitzer? Dachte ich mir. Die Tui auch? Ja, deswegen. Die kennen Tui ja durch diese Besitzerin. Ach so. I see. Ich glaube, sie ist ein bisschen sauer. Die Besitzerin oder die Besitzerin. Auf wen? Auf dich? Mhm. Oh, Beef! Krasse! Die Chickens waren einfach nur lauwarm. Die brauchen eigentlich mehr Feuer. Ich glaube, es ist so. Die Pizza. Leben nicht von Chicken, meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaub, von Pizza? Von Pizza und Burger. Pizza und Burger. Bei dem Burger habe ich nämlich damals auch mal bestimmt. Und ich so, ich war genauso enttäuscht wie ihr. Ich so, das ist eigentlich nur panierte Hühnerbrust. Frittiert. Ich hätte wenigstens die Soße irgendwie. Das ist eigentlich nur meine Woche. Also ich muss sagen, das hier rettet gerade den Burger. Sonst wäre es schwierig, den Wunsch zu bekommen. Aber ich finde es auch hart. Also, ich sag mal hart, dass dieses Menü keine Soße enthält. Aber hier mit den neuen Teilen wenigstens. Wenigstens, ja. So. Es wurde nicht aufgegessen. Das sagt schon alles, Leute. Und ja, wahrscheinlich checken wir jetzt sogar KFC noch auf. Sie meinte, zum Glück ist da keine Schlange. Ich so, hä, was für Schlange? Ist der Laden nicht so kurz vor dem Aussterben? Sie so, nee, ab und zu ist da echt Schlange, Hype und so. Ich so, what the fuck? Ich dachte, der Laden ist kurz vor dem Aussterben. Ich sehe da nie jemanden. Ich war da einmal, komplett leer. Jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, tote Hose. Aber anscheinend läuft's bei dem Laden. Freut mich für die. Und ja, jetzt haben die Cookies, Croissant meets Cookie. Es gibt Cronut, Croissant meets Donut. Die sind nicht schlecht. Es gibt Croffle, Croissant meets Waffel. Hammer, ihr wisst, wir sind Fans. Und jetzt gibt's Cookies. Zack, da haben wir ihn. Da gibt's auch Cookie Dough und American Cookies. Der sieht ein wenig schlabrig aus, weich. Aber so sind Croissants in der Gegend. Außer man gönnt sich einen Croffle. Ich bin ein sehr großer Croffle-Fan. Hier ist
gefüllt? Ja, ja, ist gefüllt. Es ist gefüllt. Bueno, Hammer. An den Rändern, also hier und hier, der Cookie-Teig. Sag mal so, Cookie an sich lecker, Croissant an sich lecker, schön knusprig, weich, fluffig, Bueno Creme natürlich geil, aber das Konzept an sich, so Fusionen, du hast halt hinten und vorne Cookie-Teig drauf, aber das hat sich nicht wirklich zusammen harmoniert, fusioniert. Also nicht, dass es jetzt fehl ist im Sinne von, dass es schlecht ist, weil alle Komponenten an sich sind gut, aber sie haben nicht richtig fusioniert. Es ist halt immer noch ein Croissant, einfach mit Cookie-Teig. Aber es ist kein Crookie. Es ist nichts Neues. Es ist ein Croissant. So. Er ist schwer und mächtig. Hat mehr Kalorien als das, was wir gerade bei AFC gegessen haben. Schaut, Leute. Das ist die Yes Sir Frau. Yes Sir! Ich habe ihr die gezeigt und zufällig ist genau das Crookie-Video aufgetaucht und anscheinend gibt es das auch schon bei Biller bei euch in Österreich. Und der Unterschied ist, bei denen, die sie gezeigt hat, Cookie Dough ist im Croissant auch noch. Weil bei uns war es echt nur an den Enden und drinnen war halt nur Bueno-Füllung. Auf nach Österreich, würde ich sagen. Wir sind bei KFC gelandet. Chicken Tuesday. Es bleibt weiter ein Mysterium Münchens. Wie kann dieser American Fried Chicken beinahe schon 30 Jahre überleben? Und Cookies? Ja, overhyped. Das können sich die Franzosen wieder zurücknehmen. Cronut und Cruffle tausendmal besser. Aber der Laden an sich ist top. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal, der Mine Serious Business. Und ciao.